Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Wir erkunden heute den C4-Tempel. Ich glaube, ich muss dafür einmal ganz kurz mit dem Inventar ein bisschen neu ausrichten und... Makoros ist nicht mit uns gekommen. Ich meine, ich hätte ihn erstmal herbeiwinken können, aber ich kann ihn auch gleich tragen. Wir werden dich nämlich noch brauchen. Wie sich daraus ganz gut erkennen lässt, Makoros hat zwei Fähigkeiten. Die eine ist identisch mit der Fähigkeit von Medoli, er kann ein bisschen fliegen. Die andere Fähigkeit liegt darin, dass er wie seine anderen Deku-Freunde Bäume heraussprießen lassen kann. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht unbedingt praktisch, aber das wird noch. Yeah.
Ups. Ja. Müssen wir mal eine Weile ohne Partner auskommen? Tja, da kommen wir also erstmal nicht weiter. Das tut mir jetzt aber leid. Ich werde die Sonate des Puppenspielers vermissen. Oh je. Gebe ja zu, die Versuchung ist da, jetzt einfach sich selbst von der Hand schnappen zu lassen und zu hoffen, dass man wenigstens bei Makoros mit abgesetzt wird, aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass das nicht so läuft. Thank you.
Nein, es ist passiert. Okay, es ist nicht ganz so schlimm, aber trotzdem ärgerlich.
Wie immer gilt, wer schon so ein bisschen Erfahrung mit Zelda-Spielen hat, der weiß ungefähr, welche Items kommen könnten. Und dieses hier hat es jetzt auch nicht wirklich schwer erkennbar gemacht. Jetzt können wir uns nämlich an den ganzen Ankerpunkten festhalten und damit neue Aufgaben lösen. So, wir haben den Dungeon-Item, wir haben den Dungeon-Item, das Dungeon-Item, wir haben Makoros wieder zurück. Jetzt kann ich euch schon mal sagen, hier unten ist auch der Boss. Aber uns fehlt dafür halt immer noch der Schlüssel. Also müssen wir wie so üblich erstmal was anderes machen. Thank you.
Ich frage mich, wie du darauf gekommen bist, Markus. Thank you.
Oh je, ich hatte ja eigentlich darauf gesetzt, dass das hier der Dungeon-Boss-Schlüssel ist. Dann muss ich nochmal ein bisschen wandern.
So, wäre das auch erledigt. Und damit wieder zurück nach unten. Yeah.
Thank you.
Bah. Ich weiß nicht, inwiefern das an meiner Spielweise hier durchgeklungen ist, aber ich habe gerade ziemlich mit der Zielerfassung gekämpft, die einfach nicht dieses Viech anpeilen wollte. Alles klar, wir haben einen Auftrag und Kanonenbeschuss, das ist nicht schön. Gut, dann ja, bleibt jetzt nicht mehr viel übrig, außer wir schauen uns in der nächsten Episode nach den Triforce-Splittern um. Das wird ein bisschen länger, da habe ich die Befürchtung. Bis dann.